Nichts leichter als das. Kalis, so. Oh, viele Zauber. Gibt es davon einen, den Dünner hier? Unsichtbarkeit kann sie schon, ja. Aber hier ist Zeug zu dir identifizieren. Ach, Inventar ist voll. Da identifiziere ich erstmal bitte den Leitfaden. Klares Denken. Amulett des Meta-Zaubereinflusses. Das konnte sie so identifizieren. Amulett des Meta-Zaubereinflusses. Der Steigerer. Das Amulett des Meta-Zaubereinflusses ist für seine Fähigkeit bekannt, die Wirkung von Zaubersprüngen zu steigern und ist daher bei Magiern aller Art begehrt. Es wurde von Eladrin Melviv geschaffen, der in den Sternbergen lebte. Der Grund für die Herstellung eines solchen Amulettes lag in seiner besonderen Vorliebe für die Verführung des weiblichen Geschlechts. Und für diese Zwecke war der Steigerer bestens geeignet. Später wurde ihm das Amulett von einem Magier mit düstereren Absichten abgenommen. Darüber, wie die Übergabe erfolgte, gehen jedoch die Überlieferungen auseinander. Bringt euch einen zusätzlichen Zauber der zweiten Stufe ein. Das ist nice. Du musst du mal die Geschosshalskette abgeben. Immerhin trägt schon eine. Dann darf eben Yahira. Die trägt so eine Schutzhalskette. Weißt du was? Minsk. Gib Yahira mal den Ring. So. So ist das besser. Minsk hat irgendwie eine niedrigere Rüstungsklasse als Yahira. Okay. Dafür hat Talisa minus 5. Gut, was ist das für ein Ring? Schutzring plus 2. Der Wachposten. Der Wachposten war ein unsterblicher Wächter, der mit dem Schutz eines Grabs beauftragt war, das den Leichnam einer Prinzessin der Akanal enthielt. Über die Jahrtausende schwand der Respekt für das Grab zusammen mit der Erinnerung an die Königsfamilie und Abenteuer begannen, ihr Glück bei dem Wächter zu versuchen. Seine Überwindung war nur eine Frage der Zeit und als es soweit war, war der Ring, den er trug, einer von vielen Schätzen, die aus dem Grabstätte geraubt wurde. Hey Minsk, du brauchst Rüstungsklasse, haben wir gerade so bemerkt. Dann leg mal das hier ab und leg das hier an. Jetzt hast du wenigstens minus 2. Khalid kann das nicht tragen, schade. Okay, dann wird das eben verkauft. So. Gut, okay. Eine Zauberrobe. Schurkenrobe brauchen wir nicht. Und das kann ich nicht identifizieren, weil meine Identifikationszauber alle sind. Gut. Geh mal diesen Schreibtisch knacken. Oh, ein Heilungselixier und jede Menge Schriftrollen. Noch ein Lähmungsstab. Die sind eigentlich ganz nett. So, du benutzt erstmal den hier. Ja, was wollt ihr? Komm. Sehr schön. Intelligenz da. Wahrhaft um 1 gesteigert. Ich habe vergessen, den Text vorzulesen. Ah. Schade. Aber der hat. Das hat einfach Intelligenz um 1 erhöht. Ich könnte den Quicksave nochmal laden, deswegen, aber. Nee. Wo habe ich den Quicksave gemacht? Vor dem Turm. Nee. Oder doch. Doch, doch. Ich mache das nochmal. Aber jetzt sparen wir uns den Text. Nichts leichter als das. Du bist ja ein komischer. Ich habe genug davon. Das tut mir jetzt leid. Was? Beinahe unter... Nichts Meine leichter Geheimnisse als das. Gehören mir allein. So, Ramas geht. Ja. Au. Nein. Das war nicht so toll. Nichts leichter als das. Okay, ich muss da stehen bleiben, sonst trifft das die ganze Gruppe. Beinahe unter meiner Würde. Beinahe unter meiner Würde. Allein. Ihr wisst bereits genug über mich. So. Okay. Ja.
Einmal kurz heilen. Was wollt ihr? Ich sagte einmal kurz heilen. Kann ich euch behilflich sein? So, und ihr vier hoch Ockergalat töten. Was wollt ihr? Ja? Ich hab genug davon. Jetzt werden alle hier vergiftet. Für die Gerechtigkeit. Für die Gruppe. Dies ist mein Wort. So. Was immer ihr braucht. Du entgiftest sie. Ja, kriegt ihr das noch hin? Ich bin der Liebevolle. Was wollt ihr? Und du entgiftest Khalid. Was? So. Ja. Ihr so gut ich kann. Ihr beide geht aus dem Weg. Was wollt ihr? Gut. Ja, oh allgegenwärtige. Und ihr geht da hoch. So, Bühne verprügeln. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Das ist ja ein komischer Kopf. Eure Dienerin die beiden brauche ich. Es ist Minz krank. Ach ja, und Yahira ist verlangsamt. Sehr toll, das brauchen wir auch noch. Ihr braucht, wenn niemand so besser geeignet ist. Khalid sammelt mal die. Oh, ein Engelsrotring. Ja, wenn wir noch gut einen brauchen würden. Man kann es ja mal versuchen. So. Packen wir hier alles ein. Was wollt ihr? Gut. Dann geht's weiter nach oben. Ups. Egal. Man kann es ja mal versuchen. Töten wir einfach die Hauptgoblins. Ach, jetzt ist Minz vergiftet worden. So, töten wir die und dann können wir Minz heilen. Wenn uns Yahira vorbeilässt. Zum Glück scheint das Gift nicht mehr so heftig zu sein wie damals, als wir das erste Mal damit konfrontiert wurden. So, Gold. Oh, ein Stern. Wie heißen die Dinger? Stern. Irgendwas. So. Schmuck und Gold. Ich tu mein Khalid macht die letzten beiden. Ja, da steht ja hier ein Weg, aber wenn ich ein bisschen warte, so. Ja, gut. Okay, nächste Etage. Man kann es ja mal versuchen. Ja, oh allgegenwärtig, wie ihr wünscht. Euer Löwen in jetzt so rum. Ach ja. Ich bin ganz Düna hier, du runter. Ja, denn ich verschwinde jetzt. So, jetzt könnt ihr beide hoch. Ihr braucht meine Hilfe? So. Was wollt ihr? Jetzt wird nur noch Ramazid. Nichts leichter als das. Den haben wir ja gemerkt, den können wir mich kümmert's nicht gerufen. Einfach wegpusten. Was? Ja. So. Beinahe unter meiner Würde. Gut. Ja, nichts leichter als das. Wollen wir erstmal das Buch hier raus. Du bist hier lang. Immerhin knackt hier. Nackt hier, habe ich gesagt. So. Haben wir noch? Ja, wir haben noch ein paar Heilungselixiere. Das heißt, das kannst du Yahira. So, jetzt das Buch, bevor ich das wieder vergesse. Leitfaden des klaren Dings. Ein typischer Leitfaden des klaren Dings enthält eine Sammlung von esoterischer und wissenschaftlicher Literatur. Außerdem komplizierte mathematische oder algebraische Formeln oder gelegentlich auch Hinweise zum Thema interplanare Biologie. Solche Leitfaden sind normalerweise mit magischen Kräften ausgestattet, mit deren Hilfe der Leser die Intelligenz um einen Punkt steigern kann. Leider verschwindet der Leitfaden nach einmal im Gebrauch. Also wenn Talisa das jetzt liest, schläft sie dabei vermutlich ein. So, was für Zauberrollen sind das? Die kann ich nicht identifizieren. Das ist also schon mal wieder eine
Das würde, müsste eine böse Rolle sein. Schutz gegen Magie, das ist auf jeden Fall wichtig. Davon hatten wir bis jetzt nämlich nur eine. Oh, ach ja. Was wollt ihr? Was? So, Intelligenz um 1 gesteigert. Gib mal ein paar Rollen an Khalid ab. So. Was wollt ihr? Ja, was ihm so gut ich kann. So, und die neue kann sich an dem Zeug bedienen. Erstmal den identifizieren. Der geht an Minsk. So. Dann die. Die ist die Meta-Zauberheitskette. So, das heißt... So machen wir, hatten wir das gemacht. Genau, dann kriegt sie den Ring statt der Heizkette. Die Grube ist eine Schurkengrube. Okay. Du brauchst mal wieder ein paar Schleuderkugeln. Du hast noch genug Feuerpfeile. Du kannst den Trank da wieder. Und den Stab brauchen wir nicht. So. Was wollt ihr? Ja, ich hab genug davon. Hier ist alles geplündert damit. Gut. Wir können raus hier. Ah, noch nicht ganz. Gut. Mich kümmert hier. Du bist ja ein komischer. Ich hab. Immerhin besorgt sie nämlich nochmal frische Feuerpfeile. So. So. Da drüben noch Feuerpfeile. Und beim letzten. Das sind nochmal 12 Feuerpfeile. Gut. Dann haben wir noch genug Pfeile plus 1. Also immerhin ja, hat noch genug magische Pfeile, die sie verschießen kann. Und zurzeit sind wir ja gut. Schon in solchen Gebieten, wo wir eher magische Pfeile brauchen. So, Ramazid ist besiegt. Uns fehlt nicht mehr viel fürs nächste Level ab. Und dann ist Thalisa endlich, das Level, was sie braucht. Ich bin ganz ohr. So, aber jetzt erst einmal Heilung. Was wollt ihr? Ja, so, schwere Wunden heilen. Gut. Jetzt kann sie noch leichte Wundheilen benutzen. Du hast noch 2 Heilungen. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, Minsk. Braucht noch ein bisschen. So, jetzt Minsk noch einmal und sich selber noch einmal. Und das dürfte dann reichen. Ja. Nichts leichter als das. So, das mit Ramazid wäre erledigt. Ich würde jetzt erstmal hier hingehen. Nichts leichter als das. Hm. Toll, jetzt müsste ich einmal um die Diebesgilde rumlaufen. Das will ich nicht. Deswegen machen wir das so, von hier aus. Nichts leichter als das. So. Beinahe unter meiner Würde. Jetzt bin ich hier unten. Egal. Von hier aus komme ich, glaube ich, direkt auf das Haus zu, genau. Wir haben nämlich wieder einen Haufen Zeug, was wir verkaufen können. Den Engelshautring zum Beispiel brauchen wir auch nicht. Ein paar von den magischen Sachen. Die Abos habe ich gesagt, ja, wie gesagt, verkaufe ich auch. Schleuderkugeln, Feuerpfeile. Oh, sie hat noch die Unsichtbarkeitstränke. Die habe ich, den habe ich nämlich einen benutzt, um den Katzenkerl da zu berauben. Das hat das Ganze nämlich etwas einfacher gemacht. So. Nichts leichter als das. Hallo. Ja. Nicht schlecht. Wenn ich mich nicht irre, ist dies eine Nymphenlocke. Okay, der will uns erstmal nicht zulassen, dass wir unsere Sachen verkaufen. Glücklich kann sich schätzen, wer die Gunst eines solchen Wesens besitzt. Wollt ihr mir ein wenig von dem Haar abgeben? Ich würde euch sagen, wir 500 Goldmünzen dafür bezahlen. Ein großzügiges Angebot. Oh, ich kann nicht, es nicht, das nicht verkaufen. Es war ein Geschenk.
Nur wer ihm eine unverschämt hohe Summe bietet. Ihr werdet schon wissen, was sie tut. Ich kann euch jedenfalls keine Vorwürfe machen. Das Zeug ist überaus brauchbar. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich lasse eine Näherin eine Tunika für euch anfertigen und diese zarte Locke darin einflechten. Man sagt, wer ein solches Gewand trägt, gewinnt dadurch auf magische Weise an Schönheit. Es würde euch nicht viel kosten. 100 Goldmünzen vielleicht. Ist sehr wertvoll. Ja, davon haben wir schon in der Beschreibung gelesen. Deswegen sagen wir ein ausgezeichneter Vorschlag. Wir sind im Geschäft. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe bereits einen Umhang fertig. Ich gebe ihn euch, da ich ja jetzt noch mehr anfertigen kann. Hier, bitte. Wir wollten aber eigentlich einen aus dem Nymphenhaar. Na gut. Wir haben einen Nymphenumhang. Der sagenumwobene Nymphenumhang ist für seine Fähigkeit berühmt, das Charisma selbst des verdrießlichsten Zwerges zu erhöhen. Eine Edelfrau aus Kormir, die sich dadurch ihre Zweckheirat versüßen wollte, investierte eine enorme Summe in den Umhang. Kauf eines solchen Umhangs für sich und investierte enorme Summen in den Kauf eines solchen Umhangs für sich und ihren Mann. Charisma +2.